Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video meinerseits, und zwar meine Top 5 Naruto-Charaktere. Aber bevor das Video beginnt, kommt erstmal mein Intro. Auf dem 5. Platz haben wir Yamanaka Ino aus dem Yamanaka-Clan, wie der Nachname schon sagt. Klar, nach außen hin wirkt sie vielleicht etwas arrogant und so. Allerdings im Inneren ist sie dennoch ganz freundlich und nett. Auch mit ihrer ständigen Rivalität zu Sakura Haruno. Ja, aber der Grund, warum sie in meiner Topliste ist, ist zum einen das spezielle Ninjutsu des Yamanaka-Clans, und zwar womit sie die Körper der anderen übernehmen kann. Und zum anderen ist es das Jutsu, mit dem sie die Körper übernehmen kann. Das gibt eigentlich nur diesen Grund. Ich finde das eigentlich so cool, dass es sie erst auf Platz 5 geschafft hat in meiner Topliste. Auf Platz 4 liegt Hinata Hyuga aus dem Hyuga-Clan. Viele werden sich fragen, warum. Sie scheint nichts Besonderes zu sein. Sie mag vielleicht schwach sein und schüchtern. Wird zumindest das, was man kennt. Aber, ganz einfach. Es liegt einmal an ihrem Clan Kekkei Genkei, an dem Byakugan, welches einem erlaubt, durch Gegenstände durchzusehen und sogar die Chakraflüsse des Gegners zu sehen und sogar, wenn möglich, zu manipulieren. Das Byakugan bietet zusätzlich noch eine 360-Grad-Sicht, wo man mit manche über Kilometer hinweg Leute sehen können und sogar an sie heranzoomen können. Zum Zweiten liegt es an ihren Ninjutsus, die finde ich richtig nice, zum Beispiel die Zwillingslöwenfäuste, die sie im Kampf gegen Pain eingesetzt hat. Und genau auch ihre Charakterstärke in den Notsituationen finde ich ziemlich toll, warum Hinata Hyuga für mich ein verdienter 4. Platz in der Topliste meiner Naruto-Top-Charaktere ist. Auf meinem 3. Platz liegen die Kinjin-Brüder. Sie sind ein großes Mysterium der Ninja-Welt. Sie wurden als einzige Ninja gefressen vom Kyubi, beziehungsweise sind die einzigen, die das Fressen des Kyubis überlebt haben, indem sie sein Fleisch gefressen haben und dadurch das Chakra übernommen haben. Ja, und die Kinjin-Brüder sind auch noch dafür berüchtigt, dafür, dass sie zum einen die 5 Waffen des Rikudos benutzen können und auch, dass sie ein Attentat auf den 2. Raikage und den 2. Hokage verübt haben, während sie Frieden schließen wollten und somit den Frieden zwischen Konohagakure und dem Blitzreich verhindert haben. Und somit sind die Kinjin-Brüder meiner Ansicht nach einen 3. Platz in meiner Topliste wert. Auf meinem 2. Platz. Jeder kennt ihn, fast jeder liebt ihn. Es ist der große Bruder von Sasuke Uchiha, Itachi Uchiha. Warum er auf meinem 2. Platz ist, liegt zum einen an seiner Vergangenheit, zum anderen hat er einfach einen verdammt coolen Charakter, was ihn für mich einen 2. Platz wert macht. Und ja, viel brauche ich über ihn ja nicht zu erzählen, weil fast alles über ihn bekannt ist und aus jeglicher Sicht, was mich auch manchmal angekotzt hat, dass die Geschichte immer wieder wiederholt wurde. Und ja, egal. Itachi Uchiha, mein 2. Platz. Und nun kommen wir zu meinem 1. Platz. Trommelwirbel bitte. Mein absoluter Lieblingscharakter aus Naruto oder beziehungsweise sogar aus dem Anime ist dieser Charakter. Und zwar ist es der Anführer Akatsukis und einer der 3 Weisen von Amegakure. Und zwar ist es Yahiko oder Pain. Klar, über ihn ist nicht viel bekannt, aber genau dieses Mysterium an Yahiko ist für mich gerade spannend. Man geht davon aus, dass er Schwert-Ninjutsu benutzt, da man ihn häufig mit einem Schwert gesehen hat. Zumindest bevor seinen Tod ist. Aber man hat keinen ganzen Kampf von ihm gesehen und er ist im 2. Shinobi-Weltkrieg verstorben, wodurch er dann durch Nagatos Rinnetensei Nojutsu zum Pain wurde oder zum Anführer der Pains. Und Pain benutzt halt dieselben Ninjutsus wie Nagato, also weiß man halt schon, was er kann. Beziehungsweise jeder Pain kann einen bestimmten Abteil vom Nagatos Ninjutsus. Und ja, gerade dieses Mysterium um Pain herum, beziehungsweise Yahiko, weil ich mag Yahiko mehr als Pain, was eigentlich ziemlich wurscht ist, da die dasselbe sind. Ja, er ist mein absoluter Favoritencharakter aus Anime und somit auch mein Platz 1 in Naruto's Top 5 Liste einerseits. Das waren meine Top 5 Lieblings-Naruto-Charaktere. Schreibt mir doch mal eure Top 5 Naruto-Lieblingscharaktere unten in die Kommentare. Und zum Schluss, bevor das Video endet, möchte ich mich nochmal ganz herzlich für 50 Abos bedanken. Ihr seid echt super und ich danke euch dafür ganz herzlichst. Dann tschüss und wir sehen uns beim nächsten Video wieder.